Hi Leute, zu Beginn wollte ich direkt mein Beileid für die Schüler und Schülerinnen, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, aussprechen. Denn ihr seid eine der einzigen, die jetzt noch Schule haben. Bis auf ein paar Ausnahmen wie Rostock und ein anderer Landkreis. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, alle anderen Bundesländer haben jetzt Schulferien. Entweder ab Montag, Dienstag oder ab Mittwoch. Je nachdem, in welchem Bundesland man derzeit ist. Ausnahme Hessen und Sachsen. Die haben die Schulpflicht nur abgeschafft, erstmal für einen unbestimmten Zeitraum. Aber die Schulen sind noch offen. Das heißt, man kann sich entscheiden, entweder man geht oder man geht nicht. Zur Sicherheit blende ich euch hier mal kurz eine Info ein. Hier ist jedes Bundesland aufgelistet und in Klammern steht dahinter, worauf man jetzt achten muss, ob Ferien sind oder ob keine Ferien sind und so weiter. Immerhin hat vor ein paar Tagen am 4.3. Italien alle Schulen schon dicht gemacht, aber da ist das Coronavirus ja auch schon extrem ausgebreitet. Am meisten bis jetzt Infizierte in ganz Europa in Italien. Und dann ist auch Frankreich gestern nachgekommen und jetzt hat halt Deutschland auch da auf den Druck reagiert. Scheinbar sind es jetzt insgesamt um die ein Drittel aller europäischen Länder, die die Schulen dicht gemacht haben und natürlich auch die Kitas. Es sind jetzt auch immerhin in Deutschland alleine schon über 3000 Infizierte. Und jetzt ist der 8. Todesfall in Deutschland bekannt, zwar in Baden-Württemberg war der jetzt. Und dadurch ist natürlich auch nochmal ein viel größerer Druck auf die Minister gekommen. Und dann haben sie natürlich nachgegeben und haben auf die Experten gehört und die Schulen geschlossen. Zum Glück. Es ist klar, dass sich jetzt jeder Schüler drüber freut. Ja, keine Schule, Ferien und so, das ist klar. Aber auch aus der logischen Sicht von einem Nichtschüler, also von einem Erwachsenen oder von einem Experten oder von einem Politiker, ist es einfach die logischste Maßnahme, die man machen konnte. Das heißt, alles gut gemacht. Es kommen jetzt auch noch andere Extreme. Zum Beispiel hat Berlin jetzt auch alle Gastronomiebereiche gesperrt. Das heißt, alle Bars, Clubs und so weiter. Und wahrscheinlich werden da die Bundesländer, vielleicht sogar deutschlandweit, das dann auch bald folgen. Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch jetzt freut, 5 Wochen Ferien, fast wie die Sommerferien, oder ob ihr vielleicht sagt, ja, ist ja voll langweilig, kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die gerne in die Schule gehen und wirklich gar keinen Bock auf Ferien haben. Schreibt es in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video, haut rein und ciao!